bin verbunden mit Andreas Pinkwart, dem Wirtschafts- und Energieminister Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen bei Phoenix. Herr Pinkwart, ich frage Sie ganz direkt und ganz persönlich, haben Sie keine Angst vorm Klimawandel? Doch, wir arbeiten ja dran in Nordrhein-Westfalen, und zwar mit Hochdruck, dass wir die Klimaschutzbedingungen verbessern. Wir haben ein eigenes Klimaschutzgesetz hier in Nordrhein-Westfalen. Da sind wir das einzige Bundesland. Auch Deutschland hat noch keins. Wir haben eins von SPD und Grünen seinerzeit noch beschlossen. Wir haben klare Klimaschutzvorgaben für 2020, auch für 2050. Und wir arbeiten daran, nicht nur diese Ziele zu erreichen als neue Landesregierung, sondern sie schon 2020 über zu erfüllen. Das machen wir mit vielen Maßnahmen im Bereich Energie, aber auch Wärme und Mobilität. Nichtsdestotrotz, Herr Pinkwart, ist sich die Wissenschaft ja ziemlich eindeutig einig. Um unsere vertraglich festgelegten Klimaziele zu erreichen, müssen wir viel früher aus der Braunkohle aussteigen. Warum jetzt also noch die weitere Rodung? Also ich weiß nicht, welche Wissenschaft Sie insgesamt hier benennen wollen. Es gibt Studien, die in die eine Richtung gehen, Studien, die in die andere Richtung gehen. Eins ist klar, Deutschland wird seine Klimaschutzziele, die Deutschland sich selbst gesetzt hat, 2020 verfehlen. Aber nicht, weil der Energiesektor seine Ziele nicht erfüllt, sondern Deutschland verfehlt seine Klimaschutzziele, weil der Verkehrsbereich seine Ziele nicht erfüllt und der Wärmebereich nicht. Hier ist viel zu lange wenig getan worden, und hier müsste die Politik viel aktiver werden, um diese Ziele dann auch spätestens 2030 erreichen zu können. Denn dann sind wir verpflichtet, nach dem Pariser Klimaschutzabkommen wirklich zu liefern. Und wir setzen in Nordrhein-Westfalen deshalb darauf, durch Innovation, durch Digitalisierung alle Bereiche in den Blick zu nehmen und dafür zu sorgen, dass wir insgesamt auch Ziele erreichen können und nicht nur einen Sektor immer in den Blick nehmen, der schon viel geleistet hat, und versuchen dort die Schraube dann immer enger anzudrehen, zulasten von Energieversorgungssicherheit und Bezahlbarkeit und auch zulasten von Arbeitsplätzen. Aber wenden wir noch mal unseren Blick auf den Hambacher Forst, um den es ja konkret geht. Wie ist das denn der Bevölkerung zu vermitteln? Also, dass jetzt wieder ein Waldstück abgeholzt werden soll für Braunkohle, was ja letztlich noch zu mehr CO2-Emissionen führen wird. Wie kann man das vermitteln? Also jetzt nicht nur, sage ich mal, den Baumhausbesitzern, sondern auch der Bevölkerung, den Demonstranten, die da auch am Wochenende mitgehen. Darunter sind ja auch Landwirte, die sagen, wir haben den Klimawandel in diesem Sommer zu spüren bekommen, die demonstrieren. Wie vermitteln Sie denen, dass trotzdem weiter gerodet werden soll erstmal? Ja, also erstmal will ich sagen, wer hier friedlich demonstriert, soll das auch tun. Aber wer hier Besetzungen vornimmt und gegen geltendes Recht verstößt, der muss auch die Verantwortung dafür tragen. Wir sind hier im Rechtsstaat, und da muss natürlich auch rechtmäßig gehandelt werden. Wir haben es hier zu tun mit Genehmigungen, die durch eine Leitentscheidung erteilt wurden, die von SPD und Grünen nach sorgfältigem Abwägen 2016 und 2017 im Landtag Nordrhein-Westfalen getroffen worden sind. Wir sind die Folgeregierung. Wir haben uns an diese Genehmigung zu halten, die dem Unternehmen erteilt worden sind. Und deswegen müssen wir auch dafür sorgen im Rechtsstaat, dass das vernünftig durchgeführt wird. Das muss man auch deutlich machen. Und ich will sagen, SPD und Grüne haben sich ihre Entscheidung damals nicht leicht gemacht. Sie haben sie in Kenntnis des Klimaschutzabkommens von Paris getroffen, und sie haben sie sicherlich wohl begründet vorgenommen, und dazu gehört auch der Wald im Hambacher Forst. Herr Pinkwart, Sie beziehen sich auf die Entscheidung 2016 der rot-grünen Regierung. Jetzt haben wir aber 2018. Und 2017 im Februar. Okay, ja. Jetzt sind wir trotzdem ein Jahr weiter, und der Klimawandel zeigt sich in diesem Sommer, auch in diesem Herbst. Es ist immer noch sehr warm. Muss man da diese Entscheidung nicht doch auch relativieren? Denn jetzt sind Sie ja mit in der Landesregierung. Nein, wir können gar nichts relativieren. Hier sind Genehmigungen erteilt worden bis 2030. Das ist auch sehr intensiv diskutiert worden. Ich sage es nochmal, auch im Lichte der Pariser Abkommen, im Lichte auch der Tatsache, dass Deutschland sich in anderen Sektoren schwer tut, seine Ziele zu erreichen. Wir sehen uns daran gebunden, was nicht heißt, dass wir auch über weitere Verbesserungen in dem Bereich natürlich reden, sonst würden wir ja gar nicht die Kommission für Wachstum, Struktur und Beschäftigung, die ja die Bundesregierung eingesetzt hat, als Länder mit unterstützen. Soweit wir Fortschritte noch erreichen können, darüber hinaus, über das, was SPD und Grüne hier beschlossen haben, werden wir das möglich machen. Aber wir müssen das natürlich uns erarbeiten, das tun wir ja auch in der Kommission mit hohem Sachverstand. Und wir müssen sehen, schaffen wir die Energieversorgungssicherheit, wenn wir 2022 die Kernkraftwerke abschalten, schaffen wir die Bezahlbarkeit, damit unsere Arbeitsplätze auch in den energieintensiven Unternehmen erhalten bleiben können. All das wird dort diskutiert. Wir gehen da offen rein, auch mit vielen guten Argumenten. Und wenn wir Verbesserungen erreichen können, dann werden wir alles dafür tun, dass die auch umgesetzt werden.
Stichwort Kohlekommission. Da gibt es ja jetzt einen Vorschlag von Ronald Pofalla. Was sagen Sie zu diesem Vorstoß? Ist das ein guter Kompromiss, der da auf dem Tisch liegt? Also viele Mitglieder aus der Kommission haben sich ja bereits geäußert und ihrer Verwunderung Ausdruck verliehen, dass aus der Kommission heraus jetzt solche Ad-hoc-Vorschläge gemacht werden. Ich habe sehr viel Verständnis für diese Kritik aus der Kommission selbst. Wir sind ja da noch mitten in den Beratungen. Es sind sehr komplexe Themen, die wir besprechen müssen. Ich hatte schon gesagt, wir gehen als einziges Industrieland aus der Kernenergie raus. Die Erneuerbaren sind im Aufbau, aber die gesicherte Leistung aus den Erneuerbaren, die haben wir noch nicht, weil die Leitung nicht gebaut worden sind, die wir dringend brauchen, weil die Speicher noch nicht da sind, die wir dringend brauchen. Und wir in Deutschland kommen nicht voran mit all den Rahmenbedingungen, die wir brauchen, um die Erneuerbaren als gesicherte Leistung auch tatsächlich vorzuhalten. Und statt darüber mal nachzudenken, hier zu arbeiten, schalten wir schon wieder den nächsten Stecker aus. Das kann so nicht funktionieren. Damit machen wir uns unglaubwürdig, auch in Europa. Denn viele bauen ja darauf, wenn man hier die Kohle früher vom Netz nimmt, könnten wir ja auch auf unsere Nachbarn zurückgreifen. Ja, worauf greifen wir denn dann zurück? Auf französische Atommeiler, die älter sind als die eigenen, die wir jetzt abschalten, oder auf polnisches und tschechisches Kohlekraftwerke. Also hier muss man ehrlich auch sein, was wollen wir eigentlich? Und deswegen ist es etwas komplizierter. Wir müssen das sehr ordentlich diskutieren. Das machen wir, das sollten wir abwarten. Und dann sollte jeder auch seine Hausaufgaben machen. Und hier sind viele unerledigt geblieben, schon aus der Vergangenheit. Sagt Andreas Pinkwart, der Wirtschafts- und Energieminister Nordrhein-Westfalens. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.